Hallöchen zusammen. In diesem Video immer noch diesiges Wetter, aber deutlich bessere Sicht, nicht so viel Nebel. Das ist schon mal ganz gut. Es nieselt leicht, 16 Grad und ich bin hier im Esperland. Esperland gibt es ganz viele verschiedene Wasserfälle von klitzeklein bis etwas größer. So wie da drüben im Bild schon mal so ein bisschen zu sehen. Ein klitzekleiner. Die Straße hierhin war auch ziemlich abenteuerlich. Am Anfang dachte ich, das kann nicht sein, aber doch, es entwickelte sich zu einer Straße. Dort an der Seite stehe ich, dazu gleich vielleicht noch mal mehr. Hier die Hütte. Dort auf der Seite ein weiterer kleiner Wasserfall. Ihr hört es wahrscheinlich auch im Hintergrund, das rauscht hier überall. Oh, jetzt fängt es gerade ein bisschen stärker an zu regnen, das ist natürlich nicht so schön. Aber ich werde jetzt hier mal ein bisschen mit euch rumlaufen und euch das ein oder andere zeigen, was ich so sehe. So wie hier zum Beispiel diesen schönen Fluss, der von einem der Wasserfälle gespeist wird. Dort oben für mich bis jetzt der schönste der Wasserfälle hier im Esperland. Das nennt sich im Internet auch nur Esperland Falls. Wahrscheinlich, weil es zu viele verschiedene gibt hier. Ich schaue auch mal, ob ich da hinkomme und so ein paar schönere Nahaufnahmen auch machen kann. Aber ich denke mal, auch so ist es schon sehr sehenswert. Ich halte die Hand so ein bisschen über die Linse. Ich hoffe, das funktioniert als Schutz vor dem Regen. So wie es aussieht, habe ich jetzt einen Weg gefunden. Und aufpassen, dass ich nicht gleich auf Schnute liege hier. Also, schön hier durch den Wald durch, dann ist man auch ein bisschen regengeschützter. Und die Prognose, ich habe gerade mal geschaut, für die nächsten Tage ist 90% bzw. 100% Regen. Die Temperaturen sollen runtergehen, nachts auf 3 bis 8 Grad und tagsüber auf maximal 10 Grad. Habe ich nicht ganz so Glück wie letztes Jahr hier in Norwegen, aber ich genieße es trotzdem. Es ist halt ein ganz anderes Erlebnis, als es das letzte Mal war. Und auch das ist ja toll. Und was bemerkenswert ist, durch den Regen sind die Farben hier nochmal ganz anders. Das ist alles so sattgrün und ja, wunderschön auch. Ich hoffe, ihr könnt es am Bildschirm auch ein bisschen genießen. Guck mal, hier kommt man an so einer kleinen Hütte im Wald vorbei, unterhalb des Wasserfalls. Also, wenn ihr hier zu diesem Esperland Falls hochgeht, der Weg ist mehr oder weniger auch schon Wasserfall. Und hohe Schuhe und kurze Hose ist besser. Definitiv. So, gleich ist geschafft, wie ihr sehen könnt. Dieser Esperland Falls ist mit einer Fallhöhe von 99 Metern übrigens angegeben. Was ja auch schon wieder nicht schlecht ist. Ja, ich halte die Kamera gerade mal in die entgegengesetzte Richtung, weil ab jetzt kommt dieser Sprühnebel, diese Gischt von dem Wasserfall deutlich von vorne. Aber seht's euch an. Es ist doch traumhaft schön. Unglaublich. Allerdings auch der Wind, der hier ist, das peitscht ganz schön.
aufpassen, dass mein Käppi nicht wegfliegt. Ist das herrlich. Boah. Ich hoffe, ihr erkennt noch was, weil jetzt mittlerweile stehe ich hier mehr oder weniger im Wasser, was so in der Luft peitscht. Ja, wie ihr an den Bildern vielleicht seht, ich gehe wieder langsam runter. Trotz der Regensachen, ja gut, Regenjacke, ne? Jeans und Schuhe sind durch. Aber wollte euch auch eben hier diesen Wasserlauf noch zeigen. Es ist herrlich, dadurch die Bäume, man erkennt es nur so grob für euch wahrscheinlich. Da fällt das Wasser auch nochmal so schön. Ja, ich würde sagen, definitiv eine Reise wert hier hoch. Man sieht hier nochmal so die Ecke, ohne dass man gleich voll Wasser gespritzt wird. Denke mal, auch ein schöner Anblick. Und das war's dann wieder für dieses Video. Ich gehe mich jetzt gleich trocknen und dann geht's weiter. Macht's gut, euer Markus. Ciao.